bla, bli, blu, bla, 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 bla. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Snow Runner Dofer Truck Simulator auf dem PC vor 404. Wir suchen uns die nächste Sache hier. Und ich glaube, hier unten war doch in der Nähe auch noch was. Genau hier, Produktionsmittel. Das haben wir noch gar nicht entdeckt. Mist. Das ist nicht so schön. Ich würde es halt ungern mit dem Collab hinfahren. Also machen wir es mit dem Jar. Es ist jetzt natürlich wieder im Weg, aber ist egal, ob wir es jetzt mit dem Truck machen, um dann zu sehen, wir brauchen was aus dem Lagerhaus und fahren es dann dahin. Fahre ich jetzt lieber mit dem hier erstmal, dann können wir mit dem Truck direkt vom Lagerhaus losfahren. Also dann sparen wir auch sogar ein bisschen hier Kraftstoff für den Truck auch. Wir sparen deutlich Kraftstoff. Dieser kleine Weg dauert jetzt aber natürlich dementsprechend seine Zeit. Da kann man nichts machen. Heute ist der Snow Runner Tag. Morgen bin ich nicht da. Sonntag kann ich ein bisschen noch was aufnehmen. Da muss ich aber für den zweiten Block nochmal wahrscheinlich Immortals Fenyx Rising oder Assassin's Creed Valhalla, eins von beiden. Theoretisch müsste beides kommen. Wahrscheinlich nehme ich so zwei Folgen das auf, zwei Folgen das oder so, weil ich diese Blöcke da jetzt mit Inhalt füllen muss. Ich habe jetzt auch erstmal für diese beiden Projekte eigentlich alle 1, 2, dann kommen 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommen wieder die 2. Also alle 5 Tage kommt dieser Zweierblock, wo dann einmal Immortals Fenyx Rising und einmal Assassin's Creed Valhalla kommen soll. Dass ich da jetzt erstmal endlich wieder eine Konstanz drin habe, in der ich dann sage, so, du lädst jetzt nicht mehr hoch, wenn es dir passt oder wann du Bock hast, sondern du sorgst jetzt dafür, dass mal genug Folgen jetzt nicht mehr auf Lager sind. Das war nämlich immer das Problem bei den, ne? Also das war immer das Problem. Bei Assassin's Creed Valhalla. So, Epic ist schon Game runtergeladen. Wunderbar. Dann können wir mal installieren von den Online. Die Epic Online Services konnten nicht installiert werden. Okay. Kann ich deswegen. Keine Ahnung. Controller klebt. Mist. Bin ich mit Wasser rangekommen und jetzt klebt's. Cool. Ja, also ich gucke gerade auf meinen Laptop. Nicht wundern. Muss mir nebenbei Games runterladen, weil ich morgen zu einer LAN-Party gehe, zu einem nicen Kumpel. Du sollst den Baum da vorne nehmen. Ach, egal, vergiss es. Genau. Ja, da ist die kleine 1TB HDD, die da in dem Laptop noch drin ist, ist da schon. Ist eigentlich scheiße, dass ich auch grundsätzlich auf HDDs das klatschen muss. Der Laptop hat halt eine SSD für System und die Terabyte HDD nutze ich jetzt halt gerade aktuell nur für Games. Ich habe da jetzt keine Daten auf dem Laptop drauf oder so, nur halt ein paar Programme, Treiber und die Games. Wenn ich auf dem Ding schneide, habe ich meine externe SSD, da kann ich das dann anschließen mit USB 3. Und dann habe ich da auch einen schnellen Speicher, auf dem ich arbeiten kann. Entpuppt sich auch als sehr gut arbeitend, also es funktioniert wirklich sehr gut. Warum kann ich jetzt hier die Online-Services nicht installieren? Geht's jetzt? Installation fehlgeschlagen. EOS-Error 1603. Ah, schön. Dann nicht. Vielleicht geht's nicht, weil er Steam gerade irgendwie... Ja, das kann eigentlich nicht sein. Aber ich sehe gerade, in 5 Minuten ist auch der Player Unknowns Battlegrounds Download fertig. Schau ich nur an, hier das Headset, ne, von der Seite... Ah, ich finde die Farbe nicht so geil. Es ist leider, es gibt es aber auch nur in der Farbe. In Schwarz hätte ich es natürlich lieber gefunden, muss ich sagen.
Aber ist egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Von vorne sieht es auch einigermaßen schwarz aus. Also irgendwie ist es ja auch egal jetzt. Er gibt doch Gas. Hä? Bist du... Was ist denn das? Ja, fahr. Wieso hält das denn hier nicht? Gerade bei so einem Schrottauto. Bei so einem leichten. Was ist das für eine Verarsche? Ja, jetzt gibt er Gas, Alter. Dieser Wichser. Was fällt dem eigentlich ein, Alter? Ich glaub's ja hier nicht. Ha! Na, stark. So. Gehen wir uns halt ein bisschen weiter rechts. Das habe ich gesehen. Das wird doch jetzt ein Problem. Oh ne. Na dann. So. Bleiben wir hier kurz auf Allrad. Bergauf. Hat das Ding eigentlich Kettenreifen? Ich glaube schon, ne? Das werden wir gleich sehen, wie er sich hier verhält. Weil sind das Kettenreifen? Das sind keine. Doch, sind Kettenreifen. Na doch, doch, doch. Passt, 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 passt. Passt, 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 passt. Passt, 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 passt. Ja. Wir können sogar den Korb wieder auftanken, wenn der dann da hinten hingekommen ist. Auch hat er ja über 200 Liter Kraftstoff im Tank. Richtig leckerer Dieselkraftstoff. Der Turbodieselmotor will schließlich gefüttert werden. Was? Oh, links und dann wieder nach rechts. So. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, es ging hier nach links, ne? Genau. Ah. Oh, wenn ich das schon wieder sehe hier, ne? Oh, wenn ich das hier schon wieder sehe. Oh, leck mich doch. Am Arsch, ey. Es ist wieder so eine Scheißstraße. Jetzt brauchen wir echt die ganze Folge hier hinzukommen, überhaupt. Okay. Na gut, wenn er jetzt besser kommt hier, so. Ja, gut, es geht. Hier kann man an der Seite vorbei. Dann passt das? Ja. Oh. Zack. Ist ja das schön, du kannst hier auf H schalten und er. Warum rutscht mein Socken eigentlich immer wieder gerade zurück? Warum habe ich eigentlich noch Socken an, Alter? So eine Scheiße. Wie langsam ist hier drin unerträglich, ne? Ist wärmer geworden? Ja, 0,1 Grad wärmer. Ja, lol. Aber mein Rechner ist hier bei. Ja, doch, bisschen warme Luft ist es schon. Ach, Junge, jetzt hier, erzähl mir hier nichts. Hinten sieht es ganz gut befahrbar aus. Ich glaube, du da nicht rankommst.
Ich danke. Hier ist auch ein richtiger Betrieb. Hier ist richtig groß. Warum kommen wir jetzt nicht so? Das sind doch Objekte, die spawnen, oder? Was sind die spawnende Sachen hier? So, ein bisschen Schlamm, wunderbar. Wobei hier immer noch Eis überall vertreten ist. Boah, ist das sowas, wo man einbricht, oder? Kacke. Ah, da sieht mir das ein bisschen zu heikel aus. Boah, mit Wasser, ne? Da müssen wir durch. Das ist ja auch mit Eis, ne? Das ist so Schrott. Ich glaube, da müssen wir an der Seite. Hier, an der... reicht der Greenscreen noch? Ja, da, an der Seite lang. Oh, ich rette mich da hin, Alter. Ja, geil. In dem Moment bricht er nach unten, Alter. So, wir haben, ja, 20.30 Uhr. Verdammt. Das ist ja interessant. Komm, es gibt doch mal Gas hier. Warum ist dieser Boden hier durchweg schlecht? Das ist doch wieder eine Belastung für sich. Machen wir es jetzt. Hier geht es direkt weiter. Ach, dieser Boden ist so eine Belastung. Dass man hier erstmal hin muss, um die Mission zu sehen. Warum? Wenn ich die aufkläre, dann sollen die mir noch sagen, was man braucht. Dann muss ich nur auf Aktivieren drücken. Nein, es wird gar nicht erst angezeigt im Kontextmenü. Man muss jetzt erst hier hinfahren, die Mission aktivieren. Und dann wird sie angezeigt. Ne, man muss sie erst annehmen. Oh, aber hier, oh, hier könnte es Holz geben. Das ist so eine Sägemühle hier. Aber hier steht nichts. Produktionsmittel, aber hier könnte ich mir auch... Das, hier gibt es auch Zugriffsmittel. Siehst du, das ist das, was ich meine? Hier gibt es Holz. Das ist gar nicht so unwichtig, wenn wir hier Zugriff haben. Wir haben da Holzplanken da beim Lager, dann können wir die hier hinbringen und schon haben wir das. So, jetzt macht mal, komm. Endlich, Aufgabe anzeigen. Wie soll die Sägemühle bloß ohne Werkzeug arbeiten? Wir haben eine ganze Kiste bestellt und bezahlt. Wir haben alles richtig gemacht, bis sich irgendein Trottel in den Fluss gefahren hat. Was sollen wir jetzt tun? 3.900 Belohnung und 400 Erfahrung gab es dafür und wir kriegen natürlich den Zugang zum Standort. Wir müssen einfach nur einen Frachtcontainer liefern. Ja, wunderbar. Ah, oh, guck mal, das ist... Ach, super. Das ist, was ich meine. Das finde ich super. Problem ist, wir brauchen einen Kran. Also müssen wir den P12 jetzt hier erstmal holen. Wie viel Zeit haben wir noch? Den P12 kriegen wir dann noch hin, ne? Ja. Wir müssen leider ja wieder hier erstmal... Ja, wir müssen diesen Weg hier fahren halt. So. Genau. So. P12 setze ich in Bewegung. Das ist halt auch belastend. Hier der Ausgang so aus dieser Werkstatt hier nach links. Das ist halt ein sehr wichtiger Weg und der ist halt so. Und dass man hier geradeaus nicht rüberkommt, ist auch nicht so geil. Aber was macht das Spiel einem schon leicht? Gerade dieses hier, ne? Wissen wir Bescheid, haben wir ja alle schon durch. Ich brauche jetzt nicht noch weiter hier zu erklären. Da brauche ich das nicht zu machen, ne? Verstehst du? Ich kann auch hier Exzent sprechen. Kann ich auch machen. Aber ich kann es auch lassen. Ich kann es auch lassen. Ey, ich lasse es auch. Es ist ja eine Schande, wirklich. Die Leute denken, ich bin wahnsinnig. Wer einer von euch ruft die Klapsmühle an, verstanden? Ich bin absolut gesund. Bla, 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 bla. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Und PUBG ist fertig runtergeladen auf dem Notebook. Ich muss was saufen, ey, wirklich. Wasser. Feinstes Saskia Wasser. Hashtag not sponsored. Ihr kennt mich. Ich mache keine Kooperation. Wer will schon jemanden mit unter 1000 Abos für ein Placement haben? Ich glaub doch selber nicht. Ich habe aber tatsächlich gelesen, Elgato macht das offenbar bei sehr kleinen Kanälen. Also gerade mit so einem Greenscreen, den ich hier hinter auch habe. Ich habe mir den aber selber gekauft. Aber mir, also ich habe in vielen Foren gelesen, dass schon Leute mit 150 bis 200 Abonnenten, wenn man da hinschreibt und ein Kooperationsvideo dann halt macht, dann schicken die das einem tatsächlich zu. Ich weiß nicht genau, ob sie es bei 100 Abos schon machen, aber bei 1000 mit Sicherheit. Und das finde ich aber auch schon krass. Weil dann hast du ja auch wahrscheinlich, wenn du Glück hast, 200, 300 Klicks auf dem Video. Das lohnt sich doch gar nicht für die, oder? Also, na gut. Theoretisch ja schon. Ich meine, wenn die einen Greenscreen für 150 Euro für, an dich verlosen, es gucken dann 200, 300 Leute und dann kaufen sich vier Leute davon das Zeug, dann hat sich für die ja schon irgendwie gelohnt, oder? Also kann ich schon irgendwie verstehen, aber gerade so bei Leuten wie mir, die dann vielleicht mal seine 6, 7 Aufrufe haben und damit schon zufrieden sind, ich bezweifle, dass mir da Elgato was zur Verfügung stellen würde. Und wenn überhaupt, dann wäre ich wahrscheinlich an der 4K 60 Pro Mark II interessiert, die Capture-Karte. Wobei ich da ehrlich gesagt auch gerade Avamedia-Technik im Einsatz habe. Und sie hat ab und zu mal gestreikt, aber seit einiger Zeit funktioniert es wieder ohne Probleme. Und solange das klappt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich da jetzt nicht wirklich ein Problem mit. Weiter aber Media-Hardware zu verwenden. Da sehe ich aktuell keinen Grund. Zumal aber Media den besseren Farbraum angeblich, also laut Datenblatt hat, der übertragen wird. Das heißt, Schriften sehen auch nochmal ein bisschen besser aus. Also nicht Farbraum, sondern dieses Y, nee, dieses 4 zu 2 zu 4 oder 4 zu 4 zu 2, ach, keine Ahnung. Jedenfalls hat das die Avamedia besser und sie hat auch noch eine geringere Latenz. Was vielleicht auch gar nicht so scheiße ist. Also gut, ich zocke ja nicht über das Kabel der Capture-Karte, dann wäre es natürlich wichtig. Gerade bei einer Konsole zum Beispiel oder so. Da musst du ja über die Capture-Karte dann zocken. Da ist es natürlich schon wichtig und da hat Avamedia aber, ist vorne. Und jetzt gibt es eine, die Live Gamer Duo. Und die hat zwei HDMI-Eingänge. Und das ist richtig geil für, wenn zum Beispiel mal wieder ein Kumpel zu mir kommt und wir nehmen hier bei mir zusammen GTA auf. Und dann kann ich mit einer Capture-Karte kann ich dann direkt zwei Sachen aufnehmen. Jetzt kommen hier so scheiß Streifen in mein Bild. Das ist ja jetzt mies unangenehm. Das ist jetzt gerade wirklich mies unangenehm. Ich werde das... Die Folge ist eh gleich vorbei, dann kann ich das noch beseitigen für die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Da muss ich nur mein Rollo runterziehen. Ich hab zwar Jalousien und die Jalousien sind auch zu, aber die Jalousien haben halt immer da, wo diese Fäden durchgehen. Ist halt ein kleiner Streifen und das ist genau das, was man jetzt da sieht. Ja, scheinbar ist die Sonne jetzt gerade da angekommen. Naja, nicht ganz so geil. Mein Zimmer ist auch nicht gut gelegen. Ich habe an 3 von 4 Seiten habe ich Fenster. Dementsprechend die meiste Zeit des Tages, also ab 14 Uhr, glaube ich, geht es ganz langsam los und dann bis 22 Uhr rein habe ich die Sonne da, die in mein Fenster reinscheint. Das ist nicht cool. Ganz ehrlich nicht. Und jetzt sehen wir wieder was Wunderschönes gleich, ja. Wir fahren hier mit dem noch zum Ziel. Aber gleich sehen wir noch was Wunderschönes. Und zwar, dass wir mit dem, wie durch ein Wunder, einfach hier rüberfahren können. Ohne Problem.
Es ist unfassbar, was da die Kettenreifen für einen Unterschied machen, obwohl die viel dünner sind und eigentlich viel weniger Grip haben müssten. Herr Digga, Hauptsache der Strich. Der wird jetzt immer knalliger. Ich mach ihn weg. Nächste Folge. Wir sind in einer Minute hier durch. Boah, das ist so eine Scheiße. Boah, der ist da unten. Okay. Ja, kurz hier das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ja, da, guck mal. Vielleicht, ich mach's anders. Ich werde den von da unten hochholen und dann werde ich schon mal direkt wieder hier... Oder ich kann mit dem Container ja einfach wieder zurückfahren an dem Kran dran. Das ist, glaube ich, sogar geiler, kann das sein. Da muss ich den Kolob gar nicht bis hin bewegen, sondern einfach nur bis zu der Kreuzung und dann mit dem Anhänger transportiere ich ihn dahin. Ist sogar viel geiler. Ach, da ist auch noch der Truck im Wasser. Super, da war die Brücke wohl nicht mehr ganz so freundlich. So, ganz kurz. Stützen ausfahren, Kranmodus und dann geht's ab. Jawohl, perfekt. Das ist wieder der Eigenwerbung-Dings. So, das ist ja gar kein Problem für uns hier. So. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das für die Folge. In der nächsten Folge geht es an dieser Stelle weiter. Nee, ist ja egal. Ja gut, egal. Der Motor muss laufen. Wir machen das gleich wieder. Da bringen wir den dann nach vorne. Und dann kriegen wir in der nächsten Folge diesen Auftrag doch auch locker noch fertig. Machen wir heute. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.